Servus und grüß Gott zu einem neuen Video der Danto GmbH. Und wie man sieht, haben wir heute wieder ein bisschen designmäßig unterwegs. Und das ist das nächste Video, das ich über unsere Radaruhren mache. Ja, heute wieder zwei Uhren dabei, die man als Wandschmuck und als Wanddesign verwenden kann. Das eine ist eben eine Radaruhr, so wie wir es jetzt da sehen. Das andere ist dann, zeige ich nachher noch im Detail, also ein Designstückerl eigentlich mehr. Und es ist Teil von unserer kleinen Serie. Wir haben unter unserer Marke Rivanto eben so Deko-Wanduhren jetzt im Programm. Und die stelle ich so nach und nach mal vor. Ja, die Version, die wir jetzt da sehen, das ist eine unserer größeren Vertreter. Und ich habe schon ein Video gemacht mit einem goldfarbenen Chassis. Und die Uhr hat jetzt auch so knapp 54 cm hat die im Durchmesser. Also eine sehr voluminöse Uhr, die auch Fläche braucht, wenn man die an die Wand hängt. Aber die halt auch eine große Fläche wirklich dekorativ schmücken kann. Und die Besonderheit dieser Uhr, die sieht man jetzt da auch im Beutel ganz gut. Das ist dieses offengelegte Uhrwerk. Das ist natürlich nicht eine mechanische Uhr. Ich habe da ein Quarzwerk verbaut. Aber es soll eben so ein mechanisches Uhrwerk darstellen. Und wir haben auch zwei Batteriefächer drin, dass wenn man das Räderwerk laufen haben möchte, kann man das mit einem zweiten Batteriefach machen, tut man die Batterien rein und dann scheint es eine mechanische Uhr zu sein. Also ein sehr Design-Gimmick. Das Gehäuse ist nicht wie bei vielen anderen vergleichbaren Objekten aus Plastik, sondern das ist wieder ein Metallring, der richtig massiv ist. In dem Fall ist es keine Goldlasur, sondern das ist eine Silberlasur, die da mit Pinsel aufgebracht ist, was halt eine sehr stylische Optik und rustikale Optik macht. Dieses Steampunk-mäßige Design von diesem offen liegenden Uhrwerk ist halt noch ein besonderes Merkmal. Dann habe ich jetzt natürlich auf dem Ziffernblatt keinerlei Nummern drauf, sondern das ist nur mit, ich würde es mal sagen, das ist so eine Turbinen-ähnliche Optik von einer Gasturbine oder von einem Strahltriebwerk, so ein Schaufelrad, so ein verdichter Schaufelrad. So könnte man da Anlehnungen sehen. Und wir haben in der Uhr wieder zwei Batteriefächer drin. Ich kann also getrennt steuern, ob sich das Räderwerk mitdrehen soll, also ob es laufen soll, oder ob eben nur die Uhr anzeigen soll. Also Batterie raus von dem Räderwerk und das Räderwerk steht. Und ansonsten ist das Quarzwerk mit einer AA-Batterie ganz normal, wie man es kennt, von Quarzwerken zu bestücken, und dann läuft die Uhr quarzgenau ihren Gang. Die Optik von dem Ziffernblatt, das ist, wie man sieht, eine schwarze matte Grundlackierung, und das simulierte Verdichter-Schaufelrad, das ist so eine Gold- oder Kupfer-ähnliche Farbe, die mit dem Pinsel aufgetragen ist. Das ist genauso, die Zeiger sind grundsätzlich schwarz und haben außen also so einen Metalleffekt, so einen goldenen Metalleffekt. Die Zahnräder, die man sieht, das ist auch so ein Goldlack, und das sieht alles so ein bisschen Steampunk-mäßig, möchte ich es mal nennen. So ist die Optik aufgebaut. Ja, wenn man sich jetzt die Rückseite von der Uhr aus ansieht, da sieht man wieder, ich habe hier diese Metallspangen, die das Ziffernblatt von hinten in dem Metallrahmen fixieren. Das ist wie so bei einem Bilderrahmen, ist das so eine Blende. Und das Uhrwerk ist innen eingesetzt, hat einen Aufhänger auf 12 Uhr hinten oben. Und das Quarzwerk wird mit einer AA-Batterie, die nicht im Lieferumfang ist, in dem Fall mitbetrieben. Und das Räderwerk benötigt zwei AA-Batterien, um hier ausreichend Strom zu haben, dass sich das Räderwerk auch dreht. Ja, die zweite Uhr, die ich heute dabei habe aus der Rivanto-Serie, das ist eine
ein Designstück, das Ziffernblatt außen in großen Ziffern symbolisiert. Die Optik ist wie bei allen dieser Wanduhren, dieser Wandschmuckuhren, so gepinselter Lack. In dem Fall ist es wieder so, ja, ich würde sagen, das ist so Goldlack, Bronze-Gold, so in dem Stil gepinselt. Also hat auch wieder diesen rustikalen Touch. Und wie man jetzt sieht, ich habe hier ein Ziffernblatt, das eben außen aus den Ziffern besteht. Innen sieht man eben dieses Metall, dieses aufgesetzte Metall, das Uhrwerk beinhaltet. Und da aufgesetzt und frei sich drehend, offen sind ganz hauchdünne Aluminium-Blattzeiger, die schwarz lackiert sind, also glanzschwarz lackiert. Das ganze Chassis jetzt ist wieder nicht wie bei vielen Uhren eben aus Kunststoff, sondern auch hier ist es das ist Metall. Und alle diese Ecken sind auch verschweißt und verschliffen. Also macht dann ein sehr, auch wieder so einen handgemachten Charakter. Und das gefällt mir halt sehr gut. Und deswegen haben wir die Uhren auch so ins Programm genommen. Das Uhrwerk ist wieder ein Quarzwerk, das hinten, wie man sieht, mit einer AAA-Batterie betrieben werden kann, so wie man das von sehr vielen solcher Quarzwerke auch kennt. Wie stellen wir die Zeit ein? Das sehen wir im Detail auch noch. Also es gibt hier so ein Einstellrad und damit kann man diese Quarzwerke ziemlich genau einstellen. Ja, schauen wir uns noch die Größe an, damit man, Gott, jetzt im Verhältnis zu mir kriegt man ja schon einen guten Eindruck. Also das ist jetzt auch eine Uhr, die Fläche braucht. Wir sind hier in der Höhe bei fast 60 cm, also 59 knapp. Und ich schätze mal, das wird ungefähr das gleiche sein. Ja genau, also das ist auch so 59 cm in der Breite. Also da sind wir schon in der größeren Bauart zu Hause und die Uhr kann auch eine große Fläche ganz gut gestalten. Ja, das war's zu zwei neuen Varianten von Revanto-Uhren, Wand-Deko-Uhren, und ich wünsche euch eine schöne Restwoche und wir sehen uns zum nächsten Video. Servus!